Man sagt uns nach, dass wir die Schlimmsten sind, was die Verfechtung von Rassereinheit bei den Boas betrifft. Wir geben gerne zu, dass das so ist, zumal wir in den 90er Jahren maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich dieser Zuchtgedanke in der Terroristik durchgesetzt hat. So kommt es, dass sich viele Boa-Halter an uns wenden, wenn sie Zweifel an der Reinrassigkeit ihres Tieres haben, beziehungsweise wenn sie wissen wollen, um welche Unterart es sich bei ihrer Boa handelt. Deshalb wollen wir Ihnen heute einige Informationen zu diesem Thema anbieten. Dabei präsentieren wir Ihnen einige Varianten der reinrassigen Boa Constrictor Constrictor und Boa Constrictor Imperator, da dies sicherlich für Sie interessanter ist, als unsere Gesichter auf dem Bildschirm zu sehen. Doch nun zu den Infos. Die Bestimmung der Unterart bzw. der Varietät einer Boa Constrictor von einem Foto ist eine Spekulation von geringer Aussagekraft, da Mischlingsboas optisch häufig von unverfälschten Wildformen kaum zu unterscheiden sind. Dies trifft besonders bei Boa Constrictor Constrictor und Boa Constrictor Imperator zu. Die einzig sichere Methode, die Unterart bzw. Varietät einer Boa Constrictor festzustellen, ist, die Blutlinie Schritt für Schritt, also Generation für Generation zurückzuverfolgen, bis man bei jenen Exemplaren angelangt ist, die in der Wildnis in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gefangen und danach exportiert wurden. Es führt also kein Weg daran vorbei, den Züchter oder vorherigen Besitzer ihrer Boa zu befragen, woher oder von wem die Eltern stammen. Meist ist es dann notwendig, auch den Vorvorbesitzer, Vorvorvorbesitzer und so weiter zu kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass diese Aussage sowohl für die Blutlinie des Vaters als auch der Mutter Ihres Tieres gilt. Das heißt also, Sie müssen den Stammbaum Ihrer Boa Schritt für Schritt zurückverfolgen, einschließlich dem der Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter und so fort. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die Blutlinien mütterlicher und väterlicherseits bis zum Verbreitungsgebiet, also dort, wo die Importtiere vor der Entnahme aus der Wildnis gelebt haben, zurückzuverfolgen, weil einer der vorherigen Besitzer nicht mehr ermittelt werden kann oder keine Auskunft gibt, können Sie niemals sicher sein, welche Unterart bzw. Varietät Sie tatsächlich besitzen bzw. ob Ihr Tier reinrassig ist. Einschränkend ist zu sagen, dass es in seltenen Fällen genügen mag, wenn die Tiere zu einem bestimmten Züchter zurückverfolgt werden können, der allgemein für die reinrassige Zucht dieser Variante bekannt ist. Leider wird es in den meisten Fällen so sein, dass es sich um eine Mischlingsboa handelt oder dass das Herkunftsland nicht mehr ermittelt werden kann. So mancher Hobbyzüchter würde sein blaues Wunder erleben, wenn er nach dieser Methode die Herkunft seiner Boas, die ihm damals als reinrassig aufgedrückt wurden, im Nachhinein überprüft. Oft verkaufen gerade diese Hobbyzüchter gutgläubig Mischlinge als reinrassige Boas, weil sie selbst schon über den Tisch gezogen wurden und dies bis heute nicht wissen, aber auch teilweise nicht wissen wollen. Thank you.
An dieser Stelle stellt sich die Frage, was jene Händler machen, die jedes Jahr hunderte von Boas von Hobbyzüchtern aufkaufen, die diese nicht vermarkten konnten. Überprüfen die Händler die Herkunft jeder angekauften Boa akribisch auf die vorher beschriebene Art und Weise oder geben sie sich mit der bloßen Versicherung des Hobbyzüchters zufrieden, dass es sich bei dem angebotenen Tier um eine Surinam-Rotschwanzboa, eine Hog Island Boa, eine Tarahumara Boa und so weiter und so fort handelt? Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Kommen wir zum nächsten Punkt. Obwohl das Aussehen einer Boa kaum zur Bestimmung der Reinrassigkeit verwendet werden kann, erfüllt es doch die Funktion eines Ausschlusskriteriums für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Unterart bzw. Varietät. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Tarahumara Boas, eine in Mexiko vorkommende Zwergvariante vom Boa Constrictor Imperator. Tarahumara Boas haben die typische pechschwarze Kopfzeichnung vom Boa Constrictor longicauda. Diese Kopfzeichnung ist, abgesehen von der geringen Größe, das wohl wichtigste und offensichtlichste Merkmal, das alle, ich wiederhole, alle Tarahumara Boas ohne Ausnahme aufweisen. Im Gegensatz zu Boa Constrictor longicauda haben die Tarahumara Boas diese pechschwarze Kopfzeichnung bereits von Geburt an. Also, keine Longicauda-Kopfzeichnung, keine Tarahumara-Boa. Von dieser Regel gibt es keine Ausnahme. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Falls Sie auf den Slogan Check My Boas gewartet haben, muss ich Sie enttäuschen. Ich hoffe, Sie konnten ein wenig von meinen Ausführungen profitieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Freude mit diesem wunderschönen Hobby.